So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier steht übrigens der 1.2.2022. So früh ist es leider nicht mehr. Also wir haben schon den 1.2.2024. Trotzdem soll heute das Thema mal Aktien-Roundup sein. Und dementsprechend werden wir heute uns auch wieder Aktien und Aktienthemen widmen. So, jetzt stimmt das Ganze auch. Herzlich willkommen. Genau, hallo liebe Gäste, hallo liebe Clubmitglieder. Wir werden heute einen kleinen Rückblick auf das Depot werfen, was wir so in den letzten, ja, ungefähr einem Jahr und ein Vierteljahr zusammengewählt habt. Also wir werden eine kurze kleine Reise machen. Wenn ihr rechts und links Fragen habt, immer gerne, schmeißt sie in den Ring. Kurz vorab, insbesondere natürlich zu dem heutigen Video. Wir sprechen hier wie immer über, ja, Aktien, die natürlich sehr, sehr risikoreich sind, und alles, was wir hier besprechen, kommt immer aus unserer Brille, aus unserer Richtung. Das heißt, für alles, was ihr hier seht, macht gerne nochmal euren eigenen Research. Guckt gerne, ob das Ganze zu euch passt, zu euren Risikoprofilen passt und so weiter. Ihr könnt euch das Ganze nochmal hier in Ruhe durchlesen. Wichtig ist natürlich immer, am Ende müsst ihr entscheiden, ob das Ganze zu euch passt und was ihr damit anfangt. Wir gehen rein in das Thema ein Rückblick, und hier steht schon euer Depot, ein Rückblick, denn wir haben jetzt anderthalb Jahre ungefähr immer wieder im Aktienroundup einmal einen Titel präsentiert. Ihr habt gewählt, findet ihr den Titel gut oder findet ihr den Titel nicht gut? Packen wir ihn in unser Depot rein. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich willkürliches Depot, muss man so sagen, denn natürlich haben wir nicht Titel in der richtigen Reihenfolge gebracht oder in der richtigen Formation, dass man sagen kann, oh, hier steckt wirklich eine richtige Strategie hinter. Wir bauen hier also kein gemeinsames Depot mit einer klaren Fokus, einer klaren Strategie auf. Das machen wir in unseren anderen Werkstätten, in den Aktien, in den Investmentwerkstätten. Heute geht es wirklich darum, einfach mal zu gucken, was ist so in den letzten Jahren mit unseren Titeln passiert, die ihr ausgewählt habt. Ich gehe mal einen Schritt weiter, denn ich will auch mal so ein bisschen zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben nämlich, ja, bei Null angefangen, kann man so sagen, mit diesem Musterdepot, hier zum Startpunkt am 18.10. An diesem Punkt haben dann immer mal wieder Titel hinzugekauft. Also ihr seht, jeder dieser Punkte ist quasi ein Zukauf eines Titels. Das Volumen war immer ungefähr gleich. Auch das, darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Ja, und wir sind an der Marke von 100.000 hier oben jetzt angekommen. Das war das Ziel dieses Depots, also dieses Musterdepots, was wir hier aufgebaut haben. Man sieht, es gab mal eine Zeit lang, da haben wir deutlich mehr Titel gekauft. Es gab eine Zeit lang, da gab es mal eine kleine Pause, einen Urlaub oder wie auch immer. Und mal ab und zu haben wir auch mal Folgen gehabt, wo wir mehrere Titel in einer Folge quasi gekauft haben, weil ihr so überzeugt wart. Auf all diese Punkte gehen wir gleich nochmal ein. Man sieht aber sehr schön halt, dass wir natürlich jetzt im Jahresverlauf erst dieses Volumen aufgebaut haben. Das heißt, auch die Renditen, die wir gleich sehen werden, kann man natürlich nicht jetzt auf ein Jahr rückwirkend beziehen zum Beispiel, weil natürlich ein Großteil des Volumens sich erst in diesen Jahren aufgebaut hat. Das heißt, egal ob positiv oder negativ, wenn man jetzt so den Startpunkt wählen würde, dann könnte man jetzt sagen, jetzt wäre das Depot in dieser Form zumindest einmal aufgebaut, von euch gewählt, und dann könnte man gucken, was ist jetzt in so einem Jahr oder was passiert so in dem nächsten Jahr. Wir gehen einmal weiter in die Übersicht der Branchen. Auch da sieht man ganz gut so die Verteilung des Depots, denn obwohl wir hier relativ, ja, willkürlich uns mit spannenden Aktientiteln beschäftigt haben, die ihr dann auch gewählt habt, sieht man ganz gut, dass die Verteilung dieses Depots ja doch irgendwie, ja, gar nicht klumpenhaft oder gar nicht mit großen Schwerpunkten versehen waren, sondern man doch relativ breit oder wir uns doch relativ breit aufgestellt haben. Wir sehen hier schon so ein bisschen eine Verteilung des Depots, also in gewisser Form auch einfach eine Gewichtung des Depots. Da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf zurück. Was bildet so aktuell den Schwerpunkt? Ja, Handel, insbesondere weil wir hier über die großen Konsumkonglomerate aus Japan gesprochen haben. Nahrungs- und Genussmittel war auch immer mal wieder ein Thema. Wir haben über Mondelez gesprochen, über Hershey's gesprochen zuletzt. Interessanterweise fällt hier natürlich auch Altria drunter. Da geht es ein bisschen in die Schiene Genussmittel. Also vielleicht nicht so der ganze Klassiker. Wir haben aber auch viel Touristik, wir haben viel Maschinenbau.
Aber wir sind auch gut aufgeteilt in vielen, vielen weiteren Bereichen, exotischeren Bereichen, wie zum Beispiel dem Schiffbau, wenn wir uns die Luxusjachten angeguckt haben. Telekommunikation haben wir uns angeguckt mit der Deutschen Telekom. Wir haben uns Versicherungen angeguckt, Chemie haben wir uns angeguckt. Also in vielen, vielen Bereichen waren wir quasi aktiv. Übergreifend natürlich in, ja, würde ich sagen, eher Zukunftsthemen, aber man sieht auch, dass der Handel hier doch einen relativ starken Fokus auch bietet. Gehen wir mal von den Branchen in die Liste von dem, was wir hier so in den letzten, ja, anderthalb Jahren, ein Vierteljahren aufgebaut haben. Ich gehe mal in dieses Layout hier rein. Dann seht ihr es nämlich ein bisschen besser. Also wir sehen es von oben nach unten quasi einmal alle Titel durch. Man sieht es oben quasi der aktuell Titel mit dem höchsten Gesamtwert, unten der Titel mit dem niedrigsten Gesamtwert. Man muss dazu wissen, alle Titel, die wir gekauft haben, haben wir mit ungefähr der gleichen Gewichtung gekauft. Also der Startpunkt waren hier fast immer ja um die 3000 Euro. Man sieht, zu welchen Kursen wir gekauft haben, hier an der Spalte. Und ja, oben rechts habe ich mal so ein bisschen abgetragen, was hat sich seither getan. Also 100.000 Euro haben wir in Summe am Ende investiert, allerdings, wie gesagt, in einem Aufbau Stück für Stück. Dementsprechend konnten Titel wie zum Beispiel Starbucks sich auch noch gar nicht so weit entwickeln. Die haben wir erst vor kurzem zu knapp 3.000 Euro gekauft. Jetzt sind es hier 3.019 Euro. Ganz oben sieht man zum Beispiel Meta. Die haben wir schon ein bisschen länger, jetzt bald knapp ein Jahr, im Mai ungefähr gekauft. Die konnten natürlich schon deutlich mehr Zeit, sich nach, ja, positiv zu entwickeln, aber auch BioNTech, die hatten mehr Zeit, sich negativ in diesem Fall zu entwickeln. Wir sehen jetzt unten mit diesen 1.762 Euro, auch die kommen ungefähr von diesen 3.000 Euro, über die wir gesprochen haben. Ja, was kann man daraus jetzt schließen? 11.824 Euro an unrealisierten Kursgewinn kann man quasi sagen. Also alles, was hier ist, haben wir natürlich nicht gekauft, verkauft. Es ist ja nur ein Musterdepot, aber das sind so quasi die unrealisierten Kursgewinne. Ich habe auch mal die Dividenden abgetragen. Auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Ein paar Dividendenzahler sind noch fast so jung, dass sie auch gar keine Dividenden gezahlt haben. Altria war die erste Aktie, die wir tatsächlich hier in diesem Depot gekauft haben. Man sieht es hier unten. Und war auch gleich der größte Dividendenzahler. Auch dazu nochmal gleich ein Schaubild. Was wir aber sehen, und das sieht man hier unten ein bisschen, ich gehe mal kurz zur Seite. Wir sehen also ungefähr 13.500 Euro sind da jetzt so an Rendite zusammengekommen. Das sind ungefähr plus 13,5%. Wenn man jetzt auf die 100.000 gehen würde, das ist irgendwie ganz spannend, finde ich, muss man sagen. Natürlich haben wir in einer Zeit auch investiert, in der die Märkte jetzt gestiegen sind. Aber man sieht ganz gut, obwohl wir jetzt keinen klaren Fokus oder keinen klaren strategischen Ansatz hatten, dass wir durch den Kauf der einzelnen Titel natürlich es trotzdem geschafft haben, hier eine deutlich positive Rendite zu erzielen. Es wird spannend natürlich, was in der nächsten Zeit damit passieren wird. Man muss natürlich auch sagen, ihr habt die Titel jetzt natürlich auch so gewählt, wie ihr denkt, wie sie qualitativ dazu passen. Wir haben immer wieder mal spannende Titel auch vorgestellt aus bestimmten Gründen. Das heißt, grundsätzlich haben wir versucht, eine gewisse Qualität hier auch in diesem Depot durchzureichen. Nicht jeder zahlt eine Dividende, nicht jeder ist in totalem Kurswachstum unterwegs. Es ist ein spannender Mix, der hierbei rausgekommen ist und dem wollen wir uns jetzt nochmal widmen. Denn wenn wir quasi rein auf die Kostenbasis gehen, dann sehen wir eigentlich ganz gut eine Verteilung dieser ganzen Titel, die natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist, wenn wir überall 3.000 Euro investiert haben. Aber wir sehen natürlich Handel, haben wir drei Titel zum Beispiel gekauft, hat 9% anfangs auf der Kostenbasis gehabt. Die Nahrungs- und Genussmittel waren auch ungefähr mit 9% unterwegs. Der Internetservice zum Beispiel jetzt mit Baidu als ein Beispiel davon oder auch der Teile von TeamViewer, die hier auch so ein bisschen mit drin stecken, waren dann mit 6% unterwegs. Also wir sehen es, rein auf der Kostenbasis haben wir schon eine ganz gute Verteilung bekommen. Wir haben tatsächlich hier nur ein Chip-Unternehmen mit drin. Das lag so ein bisschen daran, dass wir dieses Depot auch angefangen haben, nachdem wir schon viel, viel über Chip-Unternehmen in den letzten 2, 3 Jahren gesprochen haben. Ja, das ist so ein bisschen die Aufteilung, wie das Ganze am Anfang als Kostenbasis war. Und jetzt gehen wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt hat. Denn da sieht man auch ganz gut, was so die positiven Treiber waren dieses Depots. Wir haben es gerade eben in der Übersicht gesehen, aber ja, insbesondere die japanischen Handelsunternehmen, die Konglomerate, die haben natürlich einen Großteil dieser ja, Performance auch ausgemacht. Sie sind quasi von 9% nochmal angewachsen auf 12,5%. Sind alle quasi
durchweg sehr, sehr gut gelaufen. Wenn ich nochmal zwei Folien kurz zurückgehe, dann sieht man die auch alle ganz, ganz hier oben stehen, also mit Mitsubishi, Itochu und Mitsui. Also alles Unternehmen, die quasi im Aufwärtstrend damals schon waren und ja, die dann weiter auch noch angewachsen sind. Mondelez ist zum Beispiel hier ein Kandidat vom Nahrungs- und Genussmittelteil, neben Hershey's und. Die haben sich ungefähr so gehalten, also wir haben bei 9% auch gekauft. Ein Teil hat sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen erhöht, jetzt auf ungefähr 9,36%. Positiv herausstechen tut dann zum Beispiel die Touristik. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, sehen wir, es ist eigentlich hier ja bei 6% unterwegs gewesen, jetzt auf 7,3% angewachsen. Ja, was war der Haupttreiber? Ja, Royal Caribbean Cruise Lines, das große Kreuzfahrtunternehmen. Zuvor oder zuletzt jetzt das größte Kreuzfahrtschiff der Welt herausgebracht. Hat insbesondere hier für eine sehr, sehr positive Performance gesorgt. Man sieht aber auch, dass Teile halt ja auf einem ähnlichen Niveau jetzt geblieben sind oder vielleicht auch untergehen, weil es nur die 3% Gewichtung war. Unten hier zum Beispiel Allianz war auch sehr, sehr positiv. Also das Versicherungsgeschäft hat sich weiterhin positiv entwickelt. Und hier muss man sagen, sind die Dividenden wieder nicht genau mit eingezeichnet. Also wenn wir jetzt hier auf Altria zum Beispiel gucken, in diesem Konsumkonglomerat, das würde nochmal einen gewissen Performance-Schub hinzugeben. Knapp $300 nochmal extra, muss man sagen, was ja immerhin auch eine relativ signifikante Summe ist, wenn man jetzt auf eine 3.000 € Kostenbasis guckt, also knapp 10% an Dividenden. Ja, man sieht es hier unten, die Chip-Branche hat sich natürlich positiv entwickelt. Internet Services nicht so, haben wir gesehen, die kamen gerade eben von 6%, sind dann runter auf 4,81%. Also da zum Beispiel zwei Titel gewesen mit TeamViewer und Baidu auch insbesondere im chinesischen Markt, die sich jetzt nicht so positiv hier entwickelt haben. Also wer sich das nochmal in Ruhe hier im Wechsel anschauen, guckt, möchte, der kann das gerne tun. Wie gesagt, Aufzeichnung kriegt ihr davon natürlich immer gerne. Und das ist ganz spannend, weil es zeigt ganz gut, wie sich so die Sektoren in der letzten Zeit auch einmal bewegt haben. Wir gehen nochmal weiter und das ist das, was ich ja eben angesprochen habe, das Thema Dividenden. Ja, welche dieser Aktien haben eigentlich Dividenden gezahlt oder am meisten Dividenden gezahlt? Ja, man sieht es ganz gut hier in dieser Aufteilung. Von Shimano, Carrier Global, Linde, das sind alles Titel, die schon relativ viel gezahlt haben. Bei Altria sieht man zum Beispiel, ja, dass hier der Großteil der Dividenden geflossen sind mit über $315. Also natürlich auch das Unternehmen, was er zuerst gekauft hat, was auch am meisten Zeit hatte, Dividenden zu zahlen. Auch Mitsubishi, also auch die japanischen Unternehmer relativ früh gekauft hier, haben auch schon ordentlich Dividenden zahlen können. Allianz Versicherung als ein großes Geschäft. Ja, Öl und Gas war auch tatsächlich eine der Sachen, die natürlich gut gelaufen sind in dieser Zeit und dementsprechend auch gute Dividenden ausgeschüttet haben. Man sieht aber auch hier einen großen Teil an kleinen Unternehmen, die halt keine Dividenden bisher oder nur geringe Dividenden bisher ausgezahlt haben. Keine Dividenden sind hier gar nicht abgebildet, die quasi noch nicht hervorstechen, eventuell weil sie zu jung sind oder weil sie auch einfach ja noch nicht groß gewachsen sind. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter, nochmal in diese Liste, denn wenn man jetzt sich diese Liste angucken würde, und es kam auch die eine oder andere Frage schon dazu, in der Tortendarstellung sind nur 24 Firmen zu sehen, in der Tabelle zum Beispiel sind 33 Firmen zu sehen. Das kommt so ein bisschen darauf zurück, dass natürlich viele dieser Unternehmen auch in einer gleichen Branche aktiv sind und das ist das, was das Tortendiagramm insbesondere versucht hat darzustellen. Das heißt, da an der einen oder anderen Stelle ist einfach ein Titel dort mit integriert, der ja, in der Liste nochmal als Einzeltitel aufgeführt ist und somit kommt auch die Differenz aus diesen Titeln. Wenn man jetzt, ich habe jetzt so ein Depot aufgebaut hätte und jetzt sagen würde, na gut, wo kommt eigentlich ja jetzt die Performance her? Was würde man jetzt mit so einem Depot machen? Wie könnte man das jetzt verbessern? Wie könnte man jetzt weiter vorgehen? Dann kann man natürlich einerseits sich überlegen, okay, es sind jetzt hier die Titel, die zum Beispiel ausgeschlagen sind. Wenn ich jetzt gucken würde, okay, ich gehe auf BioNTech hier unten und würde mal gucken, was ist da eigentlich los? Was war da eigentlich nochmal meine Idee? Was war nochmal meine Intention? Und ich würde mir zum Beispiel diesen Kurs hier rausholen. Ich habe mal wieder hier den TradingView Chart mitgebracht. Da sieht man zum Beispiel ganz gut, naja, richtig viel hat sich eigentlich wahrscheinlich nicht getan, seit man gekauft hat. Denn ja, jetzt muss man gucken, ungefähr Juli 21, seitdem befindet sich die Aktie eigentlich in einem immer weitergehenden Abwärtstrend. Es ist ungefähr so ein kleiner Kanal, der sich hier auch ausbildet. Man sieht auch ganz gut, man befindet sich unter
beiden gleitenden Durchschnitten. Man sieht es hier, ist einmal der 50er und einmal der 7er gleitende Durchschnitt. Wenn man jetzt unten auf den RSI guckt, dann sieht man auch, na, der ist jetzt nicht besonders überverkauft oder besonders ausverkauft, also oder überkauft oder verkauft. Ja, man sieht also eigentlich, befindet sich alles in einem abwärtsgehenden Trend. Und dann müsste man sich fragen, okay, was war eigentlich nochmal die Intention? Ja, man hat darauf gehofft, damals, dass vielleicht Krebsmedikamente kommen, dass Krebsimpfungen kommen, all das steht eventuell ja noch in den Sternen. Moderna hatte zum Beispiel erstens jetzt zuletzt positive Nachrichten mit ihren mRNA-Impfstoffen geliefert. Auch BioNTech hat schon mit 2025 bis 2026 so die ersten Indikatoren gegeben. Das ist aber noch Zukunftsmusik, also hier müsste man sich weiter fragen, glaubt man noch weiter an das, weshalb man investiert hat oder nicht? Man müsste es quasi nochmal wieder analysieren. Wenn wir nochmal zurückgucken und jetzt weiter gucken, ja, was sind hier nochmal für so Titel, die vielleicht relativ weit unten stehen, dann würde zum Beispiel man auf den Blick auf Altria haben, ja, ungefähr mit einem Volumen von 2500 Euro. Wenn man aber dann sich den Chart rausholt, dann merkt man eigentlich, na gut, hier war ungefähr unser Kaufdatum, ist jetzt nicht ganz getroffen, aber hier um den 25., 24. Oktober, man sieht also, ja gut, am Kurs haben wir ein bisschen was verloren, wirklich viel oder tragisch ist es aber noch nicht. Wir sehen aber eigentlich, befindet sich die Aktie hier seit einer längeren Zeit in der Seitwärtsphase und wir haben es gerade eben auch in den Dividendencharts gesehen, ja, der Kern oder das Wichtige waren hier halt wirklich die Dividenden, auf die abgezielt wurden. Die sind geflossen, die fließen aktuell weiterhin, das war das Ziel, glaube ich, eurer Intention hier bei Altria auch einzusteigen. Jetzt müssen wir gucken, ja, ist das Ziel halt auch in Zukunft weiterzutragen? Also kann man weiter hier mit Dividenden rechnen, vielleicht auch mit einem Dividendenwachstum rechnen. Also auch hier geht es wieder am Ende darum, sich das Ganze nochmal qualitativ anzugucken. Das ist ja immer der erste Schritt, nachdem man sich zumindest vielleicht mal den Chart auch angeguckt hat. Zum letzten Schritt. Ja, gehen wir zum Beispiel auch mal nach oben und können gucken, okay, bei Meta-Plattforms, wie sieht es da eigentlich aus? Könnte man da jetzt ja gegebenenfalls auch mal aussteigen oder Gewinne mitnehmen? Wie bricht der Kurs da eventuell ein? Auch da kann man sich zumindest mal das Chartbild hervorholen. Ich habe hier mal diesen Trendkanal eingezeichnet. Hier sind wir ungefähr eingestiegen, so im Mai im letzten Jahres. Und eigentlich sieht man weiterhin ein steigendes Bild. Wir haben auch dieses Hoch hier aus dem Juli wieder überschritten, das heißt einen sauber auflaufenden Trend, muss man sagen, kaum Abbrüche zu sehen. Man sieht hier unten so leicht, dass man eigentlich in einem überkauften Bereich unterwegs ist. Das bedeutet eigentlich so ein bisschen, ja, man müsste so, ja, zumindest mit einem Auge auch drauf schauen, okay, ja, stagniert der Trend jetzt dort, konsolidiert er sich oder geht er weiter hoch und würde dann weiter noch hier auslaufen. Also da kann es auch mal zu einer Konsolidierung kommen. Gegebenenfalls könnte man hier, also wenn man nicht mehr ganz so überzeugt ist, vielleicht auch zu dem aktuellen Preis, auch mal den einen oder anderen Gewinn mitnehmen oder man lässt die Gewinne weiter laufen. Das ist in der langfristigen Historie meistens, muss man sagen, meistens das rentabelste Szenario. Das gilt aber nicht immer. Auch da kann sich natürlich alles auch irgendwann mal vollständig drehen. Ganz generell kann man natürlich sagen, bei so einem Depot im Kern geht es immer darum, passen die Zahlen und mein Investmentansatz immer noch. Wir machen dazu bei unseren Depots hier im Club ja auch alle 3 Monate mal ein Review auf das Depot, gucken auf die wichtigsten Ereignisse, machen so ein bisschen den Rückblick, passt unsere Investmenthypothese zu unseren Ansätzen noch. Ähnliches könnte man jetzt also auch hier machen, mal die Titel durchgehen. Wie gesagt, wenn ihr zu dem einen oder anderen Titel auch nochmal Fragen habt, lasst uns den gerne nochmal anschauen, durchsprechen, wie auch immer. Wir werden das Ganze mitverfolgen in der weiteren Zeit. Wir blicken aber heute jetzt nochmal auf den Rest des Tages heute, denn es steht noch so ein bisschen was an. Heute Nachmittag gibt es noch eine Aktienwerkstatt zum Thema Luxusautobauer. Wir gucken uns Porsche an, wir gucken uns Mercedes an oder auch Ferrari an, also eines der 3 Unternehmen. Vielleicht spannend, vielleicht auch nicht. Porsche hier jetzt unter dem IPO-Preis wieder. Also gegebenenfalls sollte man zumindest mal einen Blick drauf werfen. Dann haben wir heute noch einen Workshop um 18.30 Uhr, passives Einkommen durch Dividendenwachstum. Da werden wir uns dem Thema Dividendenwachstum widmen, wie man dadurch ein passives Einkommen aufbauen kann. Das wird heute Fokus sein, ist ein gratis Workshop, wenn ihr da dabei sein wollt. Könnt ihr euch da gerne noch anmelden. Und dann geht es weiter am 13.02. wieder mit dem Market Roundup. Also da geht es wieder los mit News, Updates und mehr rund ums Thema Börse. Das heute so als kleiner Rückblick auf das Depot, was ihr gewählt habt. Wir werden also weiter mit den nächsten Titeln vielleicht auch mal ein ähnliches Depot aufbauen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob euch das gefallen hat oder nicht. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis heute Nachmittag oder heute Abend.